So, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Silver Together. Ja, wir haben das letzte Mal aufgehört, als der Don Marcy hier den Koga besiegt hat. Und ja, jetzt machen wir weiter beim Monsieur Le Bruno. Genau, also auf über die Tomatensauce und... Genau, das ist alles Tomatensauce, das ist keine Lava, das ist ein kinderfreundliches Spiel. Richtig, das ist Tomatensauce. Wir brauchen nur noch ein bisschen Spaghetti. Fliege ist schon vorne. Genau, wir wollten ihn mit Fliege herzlich begrüßen. Hallo Bruno, jetzt darfst du vorlesen. Ich bin Brüne, ein weiteres Mitglied der Top 4. Ich trainiere, bis ich erschöpft bin, da ich an mein Potenzial glaube. Auf diese Art bin ich so stark geworden. Kannst du unserer Kraft widerstehen? Ich sehe, du fürchtest dich nicht und siehst entschlossen aus. Genau richtig für ein Kämpfchen. Bereit, Goldie, du wirst dich unserer unbändigen Kraft beugen müssen. Ach Gott, zu zweit aufnehmen ist immer lustiger. War was Witziges, also ich wüsste nicht, dass irgendwas war. Also ist alles gut. Capoeira, hi! Also gut, Fliegi, zeig ihm mal, was du kannst. Oh, die gefährlichste Attacke. Nein. Oh, ganze 11 KP. 11 KP, das überleben wir nicht lang. Nein, 11 ist eine Schnapszahl, Alter. Ah. Er kann Schutzschild, stimmt ja. Sehr schön. Boah, das war die KI-mäßig, war das echt schlau von dem bis jetzt. Ja. Oh, da kriegt er jetzt den. Ja. Wenn wirklich, fülle ich am Schluss die AP wieder auf. Das ist mir scheißegal. Ja, wir haben genug Elixiere und Tränke aus dem Galliadorf und so weiter. Die Attacke ist sehr effektiv. Hey, wie schön, dass das Bild gerade bei mir freest. Das kann sein, weil bei mir der Desktop-Hintergrund die ganze Zeit wechselt. Ich merke, das irritiert mich beim Zugucken schon. Ja. Hätte ich vielleicht ausschalten sollen. Jetzt habe ich nicht gelesen, was er reinschickt, aber ich glaube, es war Onyx, ne? Ich habe nicht aufgepasst. Verdammt. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es Onyx ist und ich schicke Rückkehr rein. Ja. Es ist Onyx. Was soll ich noch sagen? Genau, das mit dem Bild ist genauso schlimm, wie du deinem Pokémon keine Spitznamen gibst. Ach, jetzt kommst du wieder damit. Ich bin da ein bisschen unkreativ damit, okay? Und versuch du mal, wie viel habe ich jetzt inzwischen? 100 und 174, glaube ich, müssten es jetzt sein. Kein Thema. Ja, von denen ich bei ungefähr 60 keine Spitznamenrechte habe. Dann gebe ich dir Spitznamen, passt schon. Auf jeden Fall konzentriere erstmal aufs Spielchen. So, Nocturne kommt als nächstes, was ich gelesen habe. Ja, hau doch Esther rein. Ja, hau mal Esther rein, damit wir wenigstens einen Starken haben, sobald wir bei Siegfried sind. So, außerdem kann Esther beim nächsten nicht allzu viel machen. Gut, genau, außer sterben vielleicht. Gegen Giflor kann ich ihn reinschicken. Ja. Der Tempo-Heat, das ist die einzig gefährliche Attacke, die ich bei ihm gesehen habe. Mit 13 Schaden immerhin. Ja, ich meine, seine restlichen Attacken sind speziell. Donnerschlag, Feuerschlag, Eishieb. Ja, okay. Wir haben ihn verwirrt. Sehr schön. Na, jetzt weißt du mal, wie das ist. Ja. Ja, da komm, kriegt er einen Spukball hinterher, das sollte reichen. Nocturne ist auf der physischen Verteidigung eh nicht so stark wie auf der speziellen. Schade, dass er sich selbst umgehauen hat. Und da kam wieder der Gummiball. Ja. Es wäre toll, wenn er sich selbst umgebracht hätte. Macho Mai kommt. Der alte Macho. Ja, also gegen den will ich dann doch lieber Fliegi da haben. Ja. Machos mit Käse. Dip. Wenn wir Glück haben, machen wir einen Volltreffer mit dem Luftstoß. Oder er krepiert einfach so, weil er nichts aufgefallen hat. Einen sollte auch überleben. Lugia sitzt nicht unbedingt so die Offensivkanone. Ja, okay, stimmt auch wieder. Ist ja eher so schön, ich halte einiges aus. Steinhagel, yay. Ja, geil. Hey, KI-mäßig hat er wenigstens was drauf. Aber Lugia überlebt das. Es sei denn, das ist ein Volltreffer. Was für ein Penner, ey. Ja. Was für ein Penner. Der mit seinen vier klobigen Armen, ey. Guck mal, diese Wurstfinger, das ist ja ekelhaft.
Okay, Esther, bring ihn um. Er hat Fliege. Reiche Fliege! Oh mein Gott, sie haben Fliege getötet! Ihr Schweine! Ja, er hat die Reference bekommen. Das ist sehr schön. Und ich sehe gerade einen Pikachu im Glurakostüm im Hintergrund bei dir auf dem Desktop. Ja. Das lenkt mich voll ab. Mach das aus. Ich könnte gleich die Aufnahme kurz anhalten und es mal ausmachen, wenn du das willst. Ist der cutest thing, weil da kann ich nicht lesen, dann ist das Programm im Weg. Okay. Mann. Was machen wir denn gegen Kikli? Ich lass erst da einfach drin, egal. Der überlebt zwar einen Psy-Strahl, aber er wird eine Menge Schaden davon kriegen. Ja, vielleicht ist er auch verwirrt und kickt sich dann selbst ins Aus. Oder wir machen einen Volltreffer. Das wäre auch schön, das wäre ausgleichende Gerechtigkeit. Verdammt. Ein Doppelkick, den sollten wir überleben. Boah, hast du diesen Schaden gesehen? Ja. Ein Kritten, wir sind weg. Boah, haben wir Schwein gehabt. Aber sowas von. Und das waren 2 Treffer bei dem Doppelkick, ne? 2 Treffer, aber nicht mal 2. Es war ein Doppelkick und es waren 2 Treffer. Ja, unglaublich. Und irgendwie haben die echt alle keine Top-Genesung. Was? Also, willst du wieder vorlesen oder nicht? Oh. Sieht aus, als hätte ich einen kleinen Disconnect. Einen Moment. So Leute, da bin ich wieder. Internet ist wieder da und der Don Marci hört mich wieder. Ja, es ist schön, auch mal wieder was zu hören, wenn man redet. Also dann, du hast dein Part zum Vorlesen jetzt noch. Okay, das ist natürlich ganz männlich. Da ich verloren habe, muss ich jetzt still sein. Bereite dich auf die nächste Herausforderung vor. Wow. 2 Sätze. Ja. So. Wer kommt jetzt als nächstes? Melanie. Ah. Und ich würde sagen, wir müssen erstmal Fliegi wieder beleben. Würde ich auch sagen, weil der Gute hat doch ein bisschen gelitten. Der arme, fliegende Holländer wurde vom Himmel gepustet. So, er ist wieder fit. ...69 KP. Den Supertank will ich doch noch haben. So ein perfekt gehaltes Team. Ich frage mich nur, mit wem ich anfangen soll. Aber ich glaube, da darf er mal ran. Das wollte ich jetzt auch vorschlagen. Weil sie fängt mit ihrem Nachtara an. Ja, das sofort umlümmeln ist mal ganz gut. Soll ich die Alte vorlesen? Ja. Okay. Ich bin Melanie, Nummer 4 der Top 4. Oh. Du heißt Gold? Sehr amüsant. Ich liebe Pokémon des Typs Unlicht. Ihr wilder, harter Ruf gefällt mir. Und sie sind wirklich stark. Glaubst du, du kannst es mit uns aufnehmen? Los, ich will mich amüsieren. Auf geht's! Bitch, please! Ich kann es mir nicht verkneifen, tut mir leid. Ja, das ist auch schwer. Mit Nachtara, Chrisis Lieblings-Pokémon. Ich kann es verstehen, Nachtara ist ein richtig cooles Pokémon. Ja, wenn man Evoli-Entwicklungen mag. Ich mag die alle sehr gerne. Ich hab da überhaupt nichts für über. Hab ich, glaube ich, noch nie erwähnt, ne? Der erste Sandwirbel geht daneben, das ist sehr schön. Das ist wirklich sehr gut. Natürlich, der Doofheitsstrahl. Ja, der kommt halt. Oh nein, Skarabus, dann. Natürlich. Aber er trifft dich mit Sandwirbel. Ja, wenigstens etwas. Skarabu, was tust du? Draufhauen. Geht die die klingen jetzt wieder von vorne? Ja, leider. Oh, wie doof ist das denn? Kann der Hampel keinen Vielender oder irgendwie sowas lernen? Wenn das lernen kann, dann erst sehr spät. Ich meine, in der zweiten Gen, ich weiß nicht, ob es die Attacke da überhaupt schon gab. Ich weiß es auch nicht, deswegen frage ich, weil du das Lexikon bist.
von vorherigen Chans kenne ich mich jetzt nicht hundertprozentig aus, daher kann ich da jetzt nichts Wirkliches dazu sagen. Okay. Giflor. Gut, da könnte ich jetzt Psyana reinwechseln, allerdings ist die Zornklinge gerade recht hoch gesteckt. Genau, das muss man ausnutzen, solange das Vieh noch steht. Giflor leiden. Wir haben echt Glück mit den Statusattacken. Aber hallo. Nee, dafür hat als Ausgleich im letzten Part der Superschall getroffen. Superschall von NPCs trifft doch sowieso immer. Ja, das ist jetzt ausgleichende Gerechtigkeit. Bodycheck. Naja, ich bin kein Fan von Rückschussattacken außer Flammenblitz und Sturzflug. Ja, im Playthrough bin ich auch kein Freund davon. Gengar. Na super, da haben wir jetzt die Doppelresistenz gegen die Käferattacken. Da muss ich jetzt auswechseln. Tja. Du könntest auch einfach mit Hornattacke angreifen. Sehr guter Witz. Aber Moment, wir sind hier noch in Gen 2. Das heißt, er hat noch keine Schwebe. Sehr schön. Stimmt, da gibt er erst mit der dritten Gen die Fähigkeiten. Genau. Und an sowas muss man eben auch immer mal wieder denken. Ich hätte was vergessen. Pass auf, jetzt sind wir behindert. Oder auch nicht. Aber jetzt ist das Gengar tot. Das ist doch schön. Weil das überlebt er nicht. Nicht bei der... Oh, was? Du überlebst das echt? Ja, 9 Level höher. Ja gut, da kann man das vielleicht mal mit hinnehmen. 11 Level, nicht 9. Ja. Ach komm, kriegt er noch ein Erdbeben. Natürlich haut er mir jetzt die AP runter. Er trollt dich mit dem Groll. Gut, gegen Siegfried brauchen die Erdbebenattackenpunkte eh nicht. Der hat eh mit allen Pokémon eine Immunität dagegen. Ja. Außer sie würden Rohalt einsetzen, was es natürlich noch nicht gibt. Ja. Kramurx. Das werden wir jetzt gleich abmurksen. Boah. Schlecht, ich weiß, aber es tut mir nicht leid. Muss dir auch nicht leid tun. Dieses Epidem von schlechten Scherzen, also. Das ist schön. Gut, der macht mit der Finte mehr Schaden, als ich gedacht hätte. Ja, das ist akzeptabel. Na bitte, es geht doch. Gibt's hier eigentlich schon die Weiterentwicklung? Kramchef gibt's erst in Gen 4. Ah, okay, gut. Weil ich wollte gerade sagen, wieso eigentlich ein unterentwickeltes Pokémon, aber das macht dann schon wieder Sinn. Oh, das bulkigste Feuer- und Licht-Pokémon, was ich kenne. Ja, bulkig im Sinne von, überlebt keine physische Attacke, wenn es nicht mega ist. Genau. Aber es überlebt auch keine spezielle, wie es aussieht. Ja, geringfügig. Hm, dann muss Fliegi halt ran. Los, Fliegi! Raub ihm seine Seele. Er kann Knirscher. Das ist nicht gut. Er ist auch so ziemlich das gefährlichste Pokémon, das sie hat. Das merkt man. Das war ein Volltreffer, okay. Ja. Ach, nicht gut. Holm, Luftstoß rein? Ja, hatte ich vor. Oh, jetzt kommt ein... Ja, Bitch Pussy. Aber sowas von. Die erste Bitch-Pussy des Tages. Die anderen beiden haben es ja nicht gemacht. Zu deren Glück und Gesundheit. Und er trifft. Ja, ist relativ normal bei 95%. Ja, aber es hätte ja auch sein können, dass das Spiel sich denkt, ah, okay, komm, ich verarsche die beiden mal und lass mal Fliege über die Klinge springen. Man weiß ja nie, ne? Ich glaube, ich werde Spike trotzdem wiederbeleben, einfach damit wir den wirklichen Switch-In-Opfer haben. Genau. Danke, dass du mich vorlesen lässt. Ja, stimmt, das habe ich jetzt vergessen. Du willst nur den Champ mit erledigen. Nee, gar nicht. Ja. Da will ich Red verprügeln. Darfst du dann meinetwegen machen? Da kriegst du dann den Vortritt. Sehr schön.
Das heißt, du darfst den ersten Tritt machen und ich mache den zweiten. Das ist die Genau. Bedeutung von Vortritt. Genau, dann hält der eine den an, hält der jeweils andere Rett fest, damit der andere draufhauen kann. Halt ihn fest, drück ihn runter, bam, bam, bam. So. So, wollen wir Mr. Hyperbeam umlümmeln, ne? Damit fängt denn der nochmal an? Garados. Garados. Ja. Es ist immer Garados. Dann weiß ich ja schon, wen ich nach vorne schicke. Ich wüsste nicht, dass er jemals was anderes als erstes einsetzt, außer Garados. Ja, er schickt immer Garados zuerst in den Kampf. So, den darfst du vorlesen, wenn du willst. Okay. Ich habe dich erwartet. Gold, ich wusste, dass du mir aufgrund deiner Fähigkeiten eines Tages gegenüberstehen würdest. Worte sind hier fehl am Platz. Ein Kampf wird zeigen, wer der Stärkere von uns beiden ist. Ich, der beste Trainer aller Zeiten, Champ der Pokémon-Liga. Ich, Siegfried Ohneroy, der Drachenmeister, nehme deine Herausforderung an. Epic Musik, die du jetzt nicht hörst. Ja, juhu. Warum auch Musik? Da kommt Garadoof. Es gibt nur ein wahres Garadoof und das hängt bei uns auf dem Box rum. Erstmal schön auf die Doppelschwäche. Natürlich. Möge es bitte umkippen. Danke. Viele Erfahrungspopel. Oh ja. Da kommt Nummer 1. Juhu. Nummer 1 von 3. Ja. Er guckt aber sehr putzig, ne? Ja. Nach dem Motto, will dir knuddeln. Knuddeln können wir immer. Genau, gut, dass es auch keine Multischuppe gibt in diesem Spiel. Ja. Also wir können direkt mit Eisattacken draufhauen, das wird es zwar trotzdem überleben, aber wir haben seine Init gesenkt. Ja, aber er darf trotzdem mehr angreifen, weil wir behindert sind. Yep. Schweinerei. Und natürlich trifft er mit dem Donner. Ja, normal, ist der Gegner. Trifft er auch mit dem Superschall. Aber wenigstens kriegt's noch einen Sturm in die Gesäßöffnung gepustet. Hä? Ich glaube, es wird jetzt mal Zeit für ein bisschen Bitch-Pussy. Genau. Was die anderen können, können wir auch. Und der wird sowieso jetzt auch, glaube ich, heilen. Würde ich mal vermuten, weil der ist kurz vorm Abnippeln. Nee, oder auch nicht. Vielleicht greifen sie lieber an, wenn sie sehen, okay, der Gegner ist fast down. Ernsthaft. 30% hat er, ne? Weißt du was? Mach mal Bitch-Pussy. Wir haben hier noch ein paar Mal. Ja, man kann es sich leisten. Wir waren auch fleißig einkaufen. Wie gut, dass du dich mit dem rumärgern darfst. Ich find's faszinierend, wie er mit einer 70% Attacke dreimal hintereinander trifft und zweimal hintereinander paralysiert. Das ist doch unfassbar. Das ist so ein Penner. Weil Lacker ohne Gleichen. Ja, wo es dir an Können fehlt, da muss das Glück erhalten. Aber sie ist positiv, vielleicht hat er keinen Donnerangriff mehr. Diesmal sogar ohne Paralyse. Ich bin erstaunt. Wahnsinn! Es wäre schlau von ihm, wenn er sich mal geheilt hätte. So hätte er uns irgendwann umbringen können. Aber er ist Siegfried. Er hat seine denkende Hälfte reuig, aber er passt das schon. Tja. Da kommt das nächste Dragoran. Ich will mal ganz kurz wechseln. Wen schicken wir denn da rein? Kurz. Du meinst, wen opfern wir? So kann man es auch sagen, ja. Spike wolltest du doch als sinnvolles Opfer benutzen. Wie gut, dass es hier noch nicht so sehr auf Sympathie ausgelegt ist. Wir haben die Attacke Rückkehr. Ich weiß, aber sie ist ja immer noch im Inventar. Los, Spike, opfer dich für Fliegi. Bitte was? Und positiv gesehen, er kann uns mit Donner nicht mehr treffen. Ja, seine anderen Dragorans können nur dummerweise Blizzard und so ein Kram. Ja, aber es geht daneben. Ist doch schön. Ja, der gewesen. Jetzt. Es war schön, dass er einmal nicht getroffen hat. Mach's gut, Spike. Sieh dir gerade diese von unten an. So. Schweinerei. Dann darf ich jetzt wieder ran. Er ist jetzt wieder fit.
Genau, los, Fliegi, zeig, was du kannst. Mit dem Sternschrauber. Sternschauer kann er nicht, das ist immer noch ein Eissturm. Oh, ja, es sieht aus wie ein Sternschauer. Sehr schön. Und er hat uns neutralisiert. Voll lame. Okay. Ja, aber auch so gut wie immer trifft damit. Das finde ich sehr faszinierend. Ja, aber warum macht er Blizzard und keinen Donner? Das ist das Blizzard-Dragoran. Er hat eins mit Blizzard, eins mit Feuersturm, eins mit Donner. Ach so, okay. Na, wer meint? Mal schauen, ob das letzte Dragoran auch gleich kommt. Nee, jetzt kommt Aerodactyl. Oh. Da können wir doch mal ganz kurz. Ach, Moment, da oben ist er. Genau. Die haut einmal auf die Kacke und dann ist Ruhe. Voll auf die 12. Dass er schneller ist, ist klar, weil. Es würde mich wundern, wenn nicht. Aber weil da müsste schon die Flinkklaue wieder greifen. Genau. Sehr effektiv. Das freut uns doch sehr. Miss Cyberbeam strikes again. Aber wäre jetzt ausnahmsweise ein sinnvoller Hyperbeam. Ja. Und wäre er jetzt nicht down, hätte man die Aufladezeit nutzen können, um Fliegi zu heilen. Yep. So, jetzt hat er noch einen Glurak und einen Dragoran. Und jetzt kommt das nächste Dragoran. Da müssten wir eigentlich Glurak mit Rukia platt machen, ne? Aus Prinzip irgendwie schon, aber. Ja, ob es klappen wird? Ich habe so leichte Zweifel. Ich bin am Überlegen, Jenny kurz zu opfern. Wobei, wir könnten sie eigentlich noch gegen das Glurak brauchen. Heißt, ich müsste wen anders opfern. Das Scarabu. Stimmt, den können wir hier auch nicht brauchen. Ja. Ja. Voll die Opferstätte hier, ey. Mit Rüker können wir immer einen Reflektor raushauen. Ja, das hat schon mal was, ne? Aber erstmal das Wichtigste, wir müssen unsere Trumpfkarte wieder hochhealen. Ich hätte eigentlich eine Top-Genesung machen sollen, aber egal. Ja, siehst du, das ist das Feuersturm-Drag, oder? Ja, toll. Und wie der immer trifft, ey. Der Feuersturm geht jetzt noch, der hat 85%. Ja, aber trotzdem. Der kann auch wenigstens einmal daneben hauen. Wir würden garantiert mit einer 99% Trefferquote immer noch daneben hauen. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich hau mit 95% viel zu gern daneben. Ja, es ist schon sehr komisch teilweise. Bodyguard. Wir verpixeln ihn jetzt erstmal. Mit einem Sternschauer. Da kommt der Hyper. Hyper! Perfekte Gelegenheit, um einmal Top-Genesung jetzt einzusetzen. Sehe ich auch so. Der heilt sich eh gleich nochmal. Ja, weil er ist Siegfried. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Genau, SpongeBob ist so legendär. Ja. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Was meinst du, wo der Spitzname Fliegi herkommt? Und da kommt die Top-Genesung. Mit dem Unterschied, dass wir ihm jetzt eins reindrücken. Während er nur einstecken kann. Ja. Vielleicht hauen wir jetzt noch einen Crit raus, das wäre auch toll. Den hatten wir heute schon, den Crit. Ja, aber seine Init sinkt immer weiter, das ist für mich zu toll. Ja, jetzt könnte sogar Rukia schneller sein oder Scarabu oder Sand am Meer. Da ist der Volltreffer. Sehr schön. Aber können wir eigentlich auch drin bleiben, ne? Unterschätzt mal du bitte die Init von Rukia nicht. Hat auch noch eine 80 Base. Ja, okay, aber es ist hier nur ein normales Wir spielen einmal durch. Aber ich mach das jetzt einfach. Du hast aber eine ziemlich dicke Nase. Ich habe hier immer die Nase voll hier. Ach, der wird ihn mit speziellen Attacken angreifen, also Body Slam. Ich bezweifle zwar, dass wir es überleben, aber mal schauen. Probieren kann man es immer. Vor allem, weil der 11 Level über uns ist. Es wäre schon äußerst.
Tja, so viel dazu. Probieren wir es mal mit Esther. Ich höre jetzt den Don gar nicht mehr. Ist er überhaupt noch da oder ist meine Verbindung schon wieder am Abkacken? I don't like that. Ich mache nochmal ganz kurz eine Pause, bin gleich wieder da. So, da sind wir wieder. Skype ist toll. Ja, ich konnte den Don nicht mehr hören, beziehungsweise nur noch so leise, dass man ihn nicht mehr wirklich verstanden hat. Ich habe aber alles gut verstanden. Ja, aber ich habe nichts mehr von ihm gehört, deswegen war ich erstmal skeptisch und habe mal kurz pausiert. Genau, weil Skype ist toll. Genau. Ja, komm, wir hauen jetzt den Miauz, genau. Wir hauen dem Glurak jetzt einfach noch einen Psy-Strahl rein. Vielleicht wird es auch ein bisschen doof davon, man weiß ja nie. Der Hyperstrahl. Aber das ergibt uns jetzt eine super Gelegenheit, ihn zu killen. Ja, ist das nicht toll? Das war dein Untergang, Mr. Ja. Hyperbee. Denn jetzt kommt Jenny rein, als eins oder zwei letzten lebenden Pokémon, und gibt dir einen Donnerschlag und du kannst nichts dagegen machen. Thunder Punch! Und du bist jetzt out of Pokémon. Sehr nice. Ich hatte noch nie so wenig Probleme mit Siegfried. Und kannst du mal sehen, ich bringe Glück. Das ist ein seltsames Gefühl. Ich bin nicht wütend, dass ich verloren habe. Ich bin glücklich. Kann ich nie behaupten von mir. Glücklich, dass ich den Aufstieg eines neuen Champs miterleben durfte. Gold erhält 10.000 von meinen Ersparnissen. Jetzt muss ich in eine kleinere Wohnung ziehen. Du bist sehr stark geworden. Gold. Deine Pokémon haben deine starke und aufrechte Persönlichkeit akzeptiert. Auch du wirst zusammen mit deinen Pokémon stärker werden. Na, wer? Das bist du. Oh nein, alles ist vorbei! Professor Eich, wenn du nicht so langsam wärst! Oh Gold! Es ist schon lange her! Du siehst erwachsener aus. Dein Sieg in der Liga ist einfach fantastisch. Deine Hingabe, das Vertrauen und die Liebe zu deinen Pokémon haben dir dies ermöglicht. Und die Opfer, die sie für dich gebracht haben, auch deine Pokémon waren super. Ihr Glaube an dich hat sie all das durchstehen lassen und ihre Opferungen. Glückwunsch, Gold. Ein Interview mit dem neuen Champ? Das wird mir alles ein wenig zu laut. Gold, komm. Achso, kommst du mit mir. Aber du bist zur nächsten Mülltonne. Moment, wir haben das Interview fast vergessen. Du hast eine unglaublich tolle Frauenstimme. Kopfstimme, mein Freund. Jeder legt es sich so zurecht, wie er es gerne möchte. Ach, ich weiß schon lange nicht mehr. Hier werden die Liga-Champs für alle Ewigkeit gewürdigt. Ihre mutigen Pokémon sind auch aufgeführt. Hier und heute wurden wir Zeuge des Aufstiegs eines neuen Liga-Champs. So schnell kann ich übrigens nicht sprechen, wie du meine Gedanken wegkriegst. Aber egal, Leidenschaft für und Vertrauen in seine Pokémon hat. Ah ja, genau. Ein Trainer, dessen Erfolg auf Ausdauer und Entschlossenheit basiert und der Aufruhr seiner eigenen Pokémon. Der neue Liga-Champ, der alle Zeichen von Größe in sich vereint. Gold, darf ich dich und deine Partner als Champ eintragen? Antworte nur nicht auf meine Frage. Jenny! Yeah! RH-Einsteiger. Fliegi! RH-Einsteiger. Spike! RH-Einsteiger. Skarabu! RH-Einsteiger. Esther! RH-Einsteiger. Rückja!
Haha, ein Steiger. Du wirst immer besser, hast aber noch einen langen Weg vor dir. Was du nicht sagst. Pokémon ist selber eine Edition, Staff. Ich dachte, jetzt kommt bei Gold auch noch hier Ruhmeshalle Einsteiger. Hätte ich gesagt, Ronald Howard Einsteiger. Mann. Ach, Supi, das war doch mal. ein sehr schöner Run durch die Liga, muss ich mal sagen. Also Ja. weit weniger Probleme, als ich erwartet hatte. Ich habe eigentlich gedacht, dass uns Mr. Hyper wie mehr Sorgen bereiten wird. Ja, das Einzige, was er geschafft hat, ist, mich mit dem Donner zu Tode zu nerven. Ja, dreimal treffen, zweimal paralysieren, mit dem Blizzard immer treffen, mit dem Feuersturm immer treffen. Treffen, 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 treffen. Um im Kann man Mai. nicht in der zweiten Generation den Abspann verschnellern? Ich weiß nicht. Scheint nicht zu gehen, oder? Oder war das nur bei den Pokémon Stadium Spielen der Fall, dass man das beschleunigen konnte? Ich probiere gerade mal ein paar Tasten durch, aber es geht nicht. Schade, ich dachte, das war immer mit Start oder Select oder irgendwie so. Nö, geht zumindest nicht beim ersten Mal. Ich weiß nicht, ob es beim zweiten Mal geht. Ist ja doof. Und das sind ein paar kleine Visors, die erinnern mich schön an unseren V-Senior, der jetzt mittlerweile in unserer Box gammelt. Er war ein Er hat schöner. sich zur Ruhe gesetzt. Er ist ja auch schon alt. Er war so ein tolles VM-Opfer. Ich habe so gern mit ihm gespielt. Irgendjemand muss den Stein verschieben. Wie Senior! Wir müssen den Busch wegkriegen. Wie Senior! Hey, Los! da ist ein Kieselstein im Weg. Wer muss ihn zertrümmern? Wie Nee, Senior! das muss das Garabu machen. Aber Oh mit Gott. Visenio sind wir übers Meer geschwommen. Ich kann nicht schwimmen, ich habe meine Schwimmflügel vergessen. Wer muss mich rübertragen? Wie Senior! Warum? So. Weiter geht's im Text. Ja, an der Stelle machen wir allerdings Ende der Folge, weil wir haben eh schon maßlos überzogen. Wir sind mittlerweile bei knapp über einer halben Stunde. Ja, aber hey, das war das Finale, da kann man das ja verkraften. Ja, sehe ich auch so. Dann darfst du beim nächsten Mal auch wieder eine halbe Stunde machen, wenn du willst. Ach ja, warum nicht? Machen wir eigentlich jetzt wieder einzeln die Ja. Aufnahmen, oder? Ja, ab jetzt Okay. schon bei Rot machen wir dann wieder zusammen. Alles klar, das wird lustig. Meinetwegen können wir sogar dann schon Silberberg zusammen machen, wenn du Lust darauf hast. Ja, von mir aus gerne. Muss ich mich da nicht alleine durchquälen? Ich kenne vor allem den Weg und aber das Schlimme ist, wir bräuchten Blitz. Oh nein, das habe ich ganz vergessen. Ja, egal, Blitz ist genau wie Skype, einfach toll. Also dann, bevor der Part noch länger überhand nimmt, ja. Genau, aber es wird nämlich nicht spannender. Ja, wir stehen jetzt nur weiter vorm Haus rum und beim nächsten Mal geht's dann auf nach Urania City. Genau, das wird lustig. Ansonsten, ich beende jetzt die Aufnahme. Wir sehen uns dann also beim übernächsten Mal mit mir, beim nächsten Mal wieder mit dem Don. Genau, es wird sehr lustig. Ich freue mich drauf, mich wieder hier durchzuquälen, weil Ja, dann habe ich niemanden, der mich unterstützen kann. vor allem, weil die Arenaleiter in Kanto alle ziemlich überlevelt sind von dem, was wir jetzt haben. Ach, das schaffen wir. Easy, kein Problem. Wir sind doch gut. Wir haben auch Mr. Hyperbeam weggelatzt, wie sonst was. Mit ein Ja. paar Opfergaben. Ja, es haben ja nur zwei überlebt. Jenny und Fliggy. Irgendwie Ja, Ironie, gerade die zwei. ne? Schicksal? Fliggy, denk drüber nach, wenn du das siehst. Wir beenden jetzt die Aufnahme. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Genau, bis denn.